Ich hatte schon eine große Messe. Die Vision hat dieses Mal erstmals Anfang Oktober stattgefunden. So, dass wir den Vorteil, dass ich den Vorteil hatte, dass ich schon viele neue Sachen gesehen hätte, habe, noch viel mehr gerne gesehen hätte. Zum Beispiel die Neuheiten, die bei Pepperl und Fuchs am Stand sind. Da gab es garantiert gar sehr viele, die Sie uns diese Woche gezeigt hätten, Herrn Hornberger. Sie haben allerdings heute zwei spezielle mitgebracht. Da geht es um die Smart Runner-Sensoren. Meine erste Frage: Was sind die Smart Runner-Sensoren? Was sind die neuen Features, die Sie uns da zeigen wollen? Vielleicht können Sie die beiden Sensoren gerade mal vorstellen. Gerne, ja. Erlauben Sie mir aber ein Wort noch zu Safety. Vor 4 Jahren, 2017, auf der SPS hatten wir das erste kamerabasierte System vorgestellt für absolute Positionierung. Das war auch eine Neuheit und damals haben wir auch diesen Automation Award gewonnen. Das nur als Vorwort. Also Safety ist immer sehr wichtig und treibt uns auch beim Fuchs. Genau, auf der Messe hätten wir sehr, sehr gerne gezeigt eine Batteriefertigung. Das wird ja momentan in allen Munden, dass man die Elektromobilität gerne ja, weiter voranbringen mit. Und dazu ist natürlich ein Bauteil, so ein kleines, so eine kleine Zelle, die man nutzt und einfach zusammenbaut in so Batteriemodule und dann halt erkennen muss, ist denn die Lage richtig, man indiziert vielleicht die Teile, man will sie tracen und so weiter. Und dazu gibt es natürlich verschiedene Technologien. Und eine Technologie, wie Sie angedeutet haben, Herr Ebert, ist so ein Gerät. Ich halte es mal für mich in Weiß. So ein Gerät, das wäre ein 3D-Sensor, der praktisch ein 2D-Bild aufnimmt, aber noch die tiefen Informationen mitliefert. Das wäre jetzt Time of Flight. Und das hier wäre eine zweite Technologie, Stereo Vision. Genau. Das heißt, Sie haben die Smart Runner-Serie deutlich erweitert um 3D und neue Technologien. Genau, wir hatten ja vor, ich glaube, vor 4 Jahren oder fünf, ja, 2016, vor 5 Jahren auf der SPS unseren Smart Runner vorgestellt. Smart Runner bedeutet, das ist bei uns ein Lichtschnittsensor. Das heißt, man hat einen Laserpunkt, dann weitet man zu einer Linie mit dem optischen Element und fotografiert von einem Winkel ca. 45 Grad die Zähne, das heißt, wo die Laserlinie abgebildet ist. Und diese tiefe Information sieht man da auf dem 2D-Bild. Genau. Und die haben wir weiter quasi jetzt mit zwei Technologien, dass man wirklich so eine 3D-Bildabbildung erkennen kann, was quasi für unseren Augen entspricht. Wir nehmen ja auch Dinge immer in drei Dimensionen wahr mit unseren zwei Augen und das wäre quasi die Synergie zu Stereo Vision. Das heißt, der Anwender hat jetzt die Auswahl zwischen verschiedenen Technologien für die Smart Runner-Sensoren. Korrekt, genau. Wir haben das so entwickelt, dass die Gehäuse, wenn ich beide noch reinhalte, Sie sehen, die sind identisch. Das heißt, die Abmessungen, auch die Montagemöglichkeiten sind identisch, auch die Anschlüsse sind identisch. Die Daten, die hier herauskommen, quasi die 2D-Bilder oder auch die 3D-Punktewolke, die sind nahezu identisch. Das kann nicht direkt identisch sein, weil Stereo Vision liefert Ihnen 2D-Bilder und Time of Flight nur ein 2D-Bild, aber sind nahezu identisch. Das heißt, wir nennen das eine Plattform. Sie haben dann eine Software, das gehört dazu, eine Visolution. Das heißt, beide Geräte werden die Visolution dargestellt, parametriert, maintained, was immer Sie wollen. Frage: Einsatzgebiete Ihrer Sensoren Ja, sind wo? das ist sehr vielfältig, sehr vielfältig. Also Stereo Vision ist ein Sensor, der geht optimalerweise bis 1 Meter, sehr hochauflösend. Das heißt, es sind zwei 1,4 Megapixel-Chips drin, also sehr hoch aufgelöst, Abstände bis 1 Meter. Und Time of Flight ist natürlich das Teil für weitere Distanzen. Man könnte es natürlich großteils jetzt von dem Fahrerlos-Transportsystem, da wird es oft schon genutzt und da geht die Erfahrungsbereich zwischen, sagen wir, ab 500 Millimeter grob bis 10 Meter. Ja. Eine Frage: Time of Flight oft im Verruf, sehr tageslichtabhängig zu sein. Wie sieht das da aus? Wie gut funktioniert das dann auch draußen? Eigentlich, ja, eigentlich gar nicht. Also Time of Flight von der Technologie ist im Prinzip sehr fremdlichtunempfindlich und das ist begründet, man hat ja die Optik, also die Beleuchtung. Und wenn man die Wellenlänge der Beleuchtung gut wählt, dann ist man sehr unempfindlich gegen fremdlich. Wir haben jetzt hier in diesem Fall 940 Nanometer, also infraroten Bereich, wir würden es nicht sehen. Und bei 940 Nanometer hat das Sonnenlicht natürlich gerade so einen kleinen Peak nach unten und das ist optimal. Es gibt zwei 850 Nanometer, 940 Nanometer. 940 Nanometer ist mehr für Outdoor-Bereich geeignet, aber natürlich auch Indoor. Ja. Also eigentlich sind sie sehr unempfindlich. Autonome Roboter ist ja auch eine
Thema, wo Sie Ihre Sensoren einsetzen. Wie lange wird es denn dauern, bis so ein Roboter sich nicht mehr an so einem Band orientiert, sondern selbstständig mit Ihren Sensoren oder denen Ihrer Marktbegleiter sich selbst navigieren wird durch Lager oder andere Gegenden? Ich glaube, das dauert gar nicht mehr so lange. Ich glaube, das, was man schaffen muss, ist die Datenflut, die man hält. Weil es sind ja wirklich eine Menge von Daten. Die Gigabit, Ethernet-Schnittstelle reicht ja teilweise nicht. Man muss ja schon 5 oder 10 Gigabit gehen. Und diese Datenmenge zu verarbeiten in Realtime, ich glaube, das ist die Herausforderung. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass, wenn ich in Rente gehe, dass es soweit sein kann. Das ist nicht mag so lange. Ich wollte jetzt gerade fragen, muss ich sagen. Es dauert also doch noch sehr lange. Welche Rolle könnte denn KI dabei spielen, um das ganze Prozedere unter Umständen abzukürzen, dass man vielleicht Daten schon direkt im AGV verarbeiten kann? Mit Sicherheit sehr viel. Also das ist der absolute Trend, dass man diese künstliche Intelligenz, dass man die natürlich nutzt. Künstliche Intelligenz sind natürlich Erfahrungswerte, die man praktisch immer neu reinprogrammiert. Und das ist, glaube ich, ein absolutes Muss, dass man dieses Thema angeht. Man schon angegangen ist, beziehungsweise weiterverfolgt. Und das hilft natürlich massiv, die Zeit, die Sie angedacht haben, zu verkürzen, ja. Gibt es noch andere Neuheiten, die Sie uns in Nürnberg hätten zeigen möchten? Ja, wir hätten es, ja, gerne. Also wir haben auch noch jetzt neu in unserem Portfolio Universal 2D-Sensoren. Wir nennen das FOSS, also Vision Optical System. Das heißt, es sind 2D-Sensoren, die man in vielfältiger Art und Weise kennt, genau. Und dann haben wir auch noch neu aufgesetzt, dass man quasi versucht, aus nicht sicheren Komponenten, da schließe ich jetzt wieder Kreis, versucht, die sicherheitstechnisch zu bewerten und dann sagt, okay, ich kann auch mit Diversität, mit Redundanz von nicht sicheren Geräten eine gewisse Sicherheit vollbringen in der Applikation, genau. Eine Frage, Thema Profilsensoren. Tut gerade an vielen Stellen aufpoppen. Also ich weiß, so vor 5, 6 Jahren gab es die auch. Da sind die so ein bisschen unter dem Radar geflogen. Derzeit hochaktuell. Wo kommt diese Begeisterung auf einmal her? Diese Vielfalt, sind es neue Technologien? Hat der Anwender die Vorteile der Systeme erkannt? Ja, ich glaube eher das Zweite, ja. Ja, also Bildverarbeitung hat natürlich immer man muss immer so eine graue Eminenz sein, man braucht ein gewisses Verständnis für Bildverarbeitung, weil man tätigt zwar ein Bild, aber man muss aus dem Bild irgendwas herauslesen. Und bei einem 2D-Abbildung, da sind es im Prinzip nur die hell, grau, schwarz Pixels. Also man muss da aus diesen 0 bis 250 irgendwas rauseliminieren und sagen, okay, das habe ich gesucht. Und ich glaube, das ist mehr das Verständnis, dass man sagt, okay, die Technologien sind weiter fortgeschritten von der Technologie an sich, aber auch von dem Verständnis. Und gerade die jungen Ingenieure, die wir ja auch brauchen, die jetzt jung von der Universität kommen, die haben natürlich einen ganz anderen Background wie wir damals. Und da ist Bildverarbeitung ganz anders gesehen, wie vielleicht jetzt in meinem Alter, wo wir groß geworden sind, studiert haben. Heißt das also auch, der größte Vorwurf an die Bildverarbeitung ist ja immer, es sei so komplex, so schwer zu bedienen, so schwer zu verstehen, dass wir dann irgendwann doch an den Punkt kommen, dass man Bildverarbeitungssysteme wie das Handy zu Hause sofort in Betrieb nehmen kann und intuitiv, also man wirklich intuitiv nutzen kann? Ja. Da arbeiten wir dran. Also für diese Sensoren haben wir wirklich auch einen neuen Weg gegangen. Das heißt, wir haben wirklich versucht, von der Pike auf diese Resolution, wie sie bei uns heißt, so zu schreiben, so zu erzeugen, dass sie intuitiv bedienbar ist. Und das ist auch wirklich sehr gelungen. Das heißt, wir stellen das fest in den ersten Trainings, die wir erstmal intern machen, die ersten Kundengespräche, dass sie wirklich sagen, ja, ich könnte das Gerät alleine in Betrieb nehmen. Aber es gehört natürlich noch mehr dazu, weil sie haben ja zig Parameter, die sie einstellen können. Ob es Gain ist oder Exposure Time, das sind die meist bekannten. Und sie müssen natürlich wissen, was will ich denn mit dem Bild erkennen? Weil wenn sie jetzt die Bilder der Sensoren sehen würden, würden sie, ich glaube, einhellig sagen, die sind alle viel zu dunkel. Aber für die Algorithmen, die hinten dran stehen, ist das Bild optimal ausgeleuchtet, für unser Auge zu dunkel. Das heißt, dieses Verständnis braucht man, wenn man ins Detail geht. Aber der Trend geht absolut hin, Intuitivbarkeit, Einfachheit, genau. Da geht der Trend hin. Genau. Wo wir ja so praktisch unter uns sind, natürlich die Frage, wie geht es denn möglicherweise beim Smart Runner weiter? Worauf dürfen wir uns denn demnächst mal freuen? Ja, freuen. Wir würden uns erstmal freuen, wenn wir das Produkt live bei den Kunden zeigen dürften und könnten und auch vorne auf einer Messe mal präsentieren. Ich hoffe, ja, dass die anderen Messen dann hoffentlich besser geartet sind, dass man da wieder hin kann. Aber wir arbeiten natürlich dran, das sind momentan erst Rohdatengeräte, das heißt die 3D-Daten, 3D-Punkte kommen hier raus. Der Anwender hat jetzt die Freiheit, dies zu nutzen, wie er mag. Wir arbeiten dran, dass die Applikationen, die wir teilweise auf dem IPC schon geschrieben haben, dass wir die jetzt als Firmware in das Gerät integrieren. Und das ist genau das, was Sie auch angesprochen hatten. Dazu bedarf es einer Einfachheit.
Das heißt, wenn Sie sich vorstellen, das, was wir auch gezeigt haben, Sie schauen jetzt auf ein Batteriemodul und Sie wollen einfach wissen, sind 98 Batterien denn im Modul drin? Und dass einfach das Ergebnis rauskommt, 98 drin, okay. Oder Sie schalten den Schaltausgang. Diese Einfachheit, die muss dann natürlich in diese Software mit rein. Ja. Wie ich weiß, hat Pepper und Fuchs diese Woche auch ein Live-Event, notgedrungen ein Live-Event. Gibt es da auch Themen Bildverarbeitung oder welche Themen werden dort vorgestellt? Dort werden die allgemeinen Themen vorgestellt, die wir auch streamen auf der digitalen Expo, genau diese E-Mobility und diese Sicherheitsaspekte. Und da gibt es von unserer Prozessautomation auch noch neue Highlights. Herr Hornberger, ich danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Produkt.